Linguistik in 120 Sekunden, Nummer 46. Konjunktiv 1. Bildung, Verwendung, Problematisierung. Der Konjunktiv ist einer der drei Verbmodi. Verbmodi sind Ausdrucksmöglichkeiten, die den Redehintergrund des Sprechers zur Sprechzeit angeben. Man kann den Konjunktiv der Dimension der Modalität zuordnen. Modalität umschreibt das in unterschiedlicher Form ausdrückbare Verhältnis des Sprechers zur Aussage, deren Realität oder Realisierung. Der Konjunktiv ist ein sogenannter markierter Modus. Dies bedeutet, dass er nur unter ganz bestimmten Bedingungen verwendet wird. Zum einen, wenn man Irrealität oder Potentialität ausdrücken möchte, zum anderen bei indirekter Rede oder bei einer Aufforderung. Hierzu ein Beispiel. Der Konjunktiv wird folgendermaßen klassifiziert. Der Konjunktiv 1 wird aus der ersten Stammform sowie durch das Anhängen von E und der jeweiligen Person Numerus Endung gebildet. Die Tabelle zeigt weitere Konjunktivformen beispielhaft auf. Die Hauptbedeutung des Konjunktivs 1 liegt darin, dass eine Äußerung als wiedergegeben markiert wird. Dabei markiert der Sprecher Aussagen anderer und gibt diese wieder. Wenn ich sage, Peter lacht gern, er lache aus Freude, gebe ich die reale Tatsache wieder, dass Peter gerne lacht und distanziere mich mit Verwendung des Konjunktiv 1 von Peters gemachter Aussage, dass er aus Freude lache. Ferner impliziert der Konjunktiv, dass der ausgedrückte Sachverhalt irreal ist. Dies gilt nur für die sogenannten irrealen Vergleichssätze, die mit den Subjunktionen als wie und wie wenn eingeleitet werden. Hierbei ist es möglich, den Konjunktiv 1 durch den Konjunktiv 2 oder durch eine Würdeumschreibung zu ersetzen. Bei den Beispielen besteht kein wesentlicher Bedeutungsunterschied. Allerdings scheint es, als würde die Irrealität des Sachverhalts verstärkt und die Distanz des Sprechers zum Inhalt der Äußerung erhöht werden. Drittens stellt der Konjunktiv 1 dar, dass ein Sachverhalt real sein soll. Dies bezeichnet Engel als adhortativen Konjunktiv. Ein Beispiel aus dem Mathematikunterricht macht dies deutlich. Das Dreieck ist nicht wirklich real im Raum vorhanden. Es wird für die Matheaufgabe allerdings als gegeben, also als real behandelt. Der adhortative Konjunktiv lässt sich nicht ersetzen. Ein Präterium des Konjunktiv existiert nicht. Das bedeutet, dass eine Umschreibung mit Perfekt nötig ist, wenn man das Präteritum eines Primärtextes im Konjunktiv darstellen möchte. Die Differenzierungsmöglichkeiten werden dadurch beschränkt. Im Beispiel wird dies deutlich. Das Präteritum und das Perfekt besitzen im Konjunktiv 1 dieselbe Form, wodurch sich eine Unterscheidung problematisch gestaltet.